Heute gibt es ein super leichtes Frühlingsrezept und zwar gefüllte Zucchinis. Wenn du das noch nie versucht hast, dann unbedingt mal ausprobieren. Hierfür einfach die Zucchinis gut waschen, die Enden entfernen, halbieren und in der Mitte so aushöhlen. Das mittlere einmal fein hacken und beiseite stellen, brauchen wir nachher noch. Die Zwiebel fein hacken, lass er dich nicht zum Heulen bringen, genauso wie mein erster Freund. Dann das Ganze schön in Öl anbraten, Mais, schwarze Bohnen, gehackte Tomaten, Salz, Paprikapulver, Chiliflocken und veganen Käse. Oh mein Gott, das waren ganz schön viele Füllungen. Dann kannst du das Ganze schon in die Zucchinis geben. Wenn es bei dir zu viel Füllung ist, kannst du es auch aufheben. Ich habe es am nächsten Tag nochmal gegessen, war super lecker. Dann die Zucchini schmecken lassen. Am besten direkt abspeichern und guten Appetit.